Ja, leider konnte der Kollege Panda nur zwei Displays besorgen. Ich hatte wiederum mehr Glück, konnte sechs Stück besorgen. Ja, deswegen schauen wir mal, versuchen wir mal unser Glück, was wir alles ziehen. Also, mein Call für heute ist unser zweiter Manga Ace. Ja, Mann, ich hoffe es. Wer weiß, vielleicht habe Den ich auch wirst so du auf viel jeden Fall Glück. ziehen, das glaub mir. Ja, ich hoffe es, Mann. Das wäre jetzt echt, das wäre zu krass. Dann hat jeder von uns eins. Es ist zu krass. So. Zum Gruseligen. Dann legen wir mal los. Fangen mit dem Revision Pack auch an. So, die haben wir auf. Ist jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen. Dann haben wir die Topper-Karte. Alter, eine Toki-Karte. Wow. Die habe ich bis jetzt noch nicht live gesehen. Ist eine Natürlich auch noch schöne alles Karte auf alt. jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, fangen wir nicht an mit Odin. Nice. Kann der was? Der ist krass. Also der ist Krass, ja? definitiv krass, weil er ist ein 8er Kost. Hat so eine ähnliche Eigenschaft wie der Leader Kit. Haben wir gleich hier. Ace, normal. Und eine Rare-Karte natürlich. Unsere erste, also zweite Super Rare-Karte, perfekt. Ich fange halt direkt an, damit wir nicht so viel Zeit vertreiben hier. Hup. Perfekt. Und noch eine Leader-Karte. Kann ich weiter? Eine Leader, Marco, Rare. Wow. Perfekt. Ich finde auch von der Qualität her sind die Karten, finde ich, viel dicker und schöner als die Yu-Gi-Oh! Karten. Ja, oh, noch eine Leader-Karte. Das legen wir so weg. Die Don auch. Machen wir es bis so Überraschungseffekt. Ja, zwei Rares. Keine Leader dabei. Hoppa, ups. War zu stark. Hier zwei Rares, okay. So, hier haben wir keine Leader. Das sieht man ja an dem roten Hintergrund. Das sind normale Dons. Und hier wieder zwei Rare. Okay, dann liegen wahrscheinlich die ganzen Karten unten, oder? Was sagst du, Panda? Definitiv. So, jetzt kommt dein Nice. Ja, schauen wir mal. Hoffen wir mal. Oh. Wäre schon zu krass. Hier sind die zwei Karten. Ja, Yes. Nami. Super Rare ist auch gut. Die habe ich dann auch bald voll. Und. Ja, Oh. Sakazuki. Die habe ich jetzt mittlerweile fünfmal. Ich glaube, wir haben da was Schönes. Eine. Altart. Ups. Yeah. Gibt's in jedem Display einmal. Super. Super Saptik. Dann hier normale. Und Rare natürlich. Ne? Weil, wenn man die Don drin hat, hat man bestimmt keine Super Rare. Die Wahrscheinlichkeit ist viel zu niedrig. Ich glaube, die printen es nicht mal so. Hier eine Leader-Karte. Können wir gleich aufdecken. Eine normale. War ja klar. Dann die normalen Karten. Dann habe ich natürlich hier zwei Rares. So. Dann geht's weiter. Review. Super. Okay, super. Super, super. Zwei Rares. Ja, ich denke mal, meine Karten sind alle unten. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, Mann. Ja, das ist. Na, bis jetzt haben wir nur drei Ja, Super Rares, bisher. oder? Nee, vier. Vier Stück. Keine Secret Rare? Also, die kommt erst noch wahrscheinlich, oder? So. Wir warten ja auch noch auf die wunderbare Alt. Ja, wir haben ja noch ungefähr noch fünf weitere Displays. Muss bestimmt was Saftiges rauskommen. So. Ja, wieder Rares. Leute, Leute, langsam. Langsam schwitzen die Eier. Ja. Ja, es sind, also die Karten, wenn du Displays hast, hast du bist definitiv immer Minimum gute Karten. Also du ziehst immer gute Karten, aber man will die ja meistens mal gleich am Anfang öffnen. So. Ich finde, Booster ziehen hat sich damals besser angefühlt, Bei den Booster ziehen. ne? Ja, weil jetzt hast du ja schon alles. Weißt? Ja. Bei mir ist immer noch die Frage, bekomme ich das, was ich will? Ja, Mann. Das, Meine erste Borsalino, die habe ich gebraucht. Da gleich fühle ich mich rein. jetzt glücklich. Ja, das ist jetzt gut. Sehr Super. schön. Saftig, Mann, saftig. Ja, Altart. Wow.
Magalen Altart, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das ist die Altart. Ja, endlich kommt meine Altart. Altart, es fehlt noch eine, ja? Ach, so schön. Ja, schön, auf jeden Fall. Es fehlt noch eine Secret Rare. Ich hoffe, ich ziehe auch die Kusan-Karte. Die brauche ich nämlich. Schön. Die hat leider nicht so einen großen Wert, aber immerhin, man freut sich immer. So. Dann haben wir hier zwei Rares wieder. Wieder zwei Rares. Wir können nicht jede einzelne Karte einzeln zeigen. Das dauert viel zu lange. Deswegen machen wir sie direkt auf. So, okay, wieder zwei Rares. So, dann haben wir hier ein Leader. Normal. Wieder zwei Rares. Hier wieder eine Leader, normal glaube ich, ja. Ich spüre gerade eine Secret. Ja. Kusan. Oh. Schade, schade. Euer. Altart, Leader. Altart, Leader. Geil. Altart, Leader. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, White Beard, ich hoffe es. Revealen wir gleich. Honk, oh. Was sagst du? Ah, okay, die ist grün. Kinemon. Ich kenne keine Karten, Mann. Nein! Sanji! Die ist auch ziemlich krass. Die hat einen großen Wert. Nice, Digga, wir haben's. Ja, Mann. Da ist es endlich. Ja, Mann, Digga. Geil, geil, geil. Wir haben's. Die hier. Oh. Richtig schön. Warte. 55 bis 60 Euro. Ja. Nice, nice. Oh. Oh. Okay, Ruffy, da haben wir's. Die habe ich jetzt voll, glaube ich. Nice, really nice. Weiter, Whitebeard habe ich auch gebraucht. Oder du ziehst Whitebeard. Oder so, ist auch eine mächtige Karte. So, Normal-Leader. Oh, jetzt hast du auch Sanji. So, ja, genau. Ja, aber Sanji habe ich jetzt schon so als Altart. Noch geiler. Die Karte hat mich jetzt wirklich total gefreut, dass ich die gezogen habe. Ich bin echt zufrieden, Leute. Ja, das ist unsere Ausbeute vom ersten Display. Sehr zufrieden, definitiv. Hat sich sehr gelohnt mit Sanji und einer Altart Magalene. Und natürlich die anderen Super Rare Karten. Ich hoffe, es hat bis jetzt euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, dann natürlich ein Abo und ein Like hinterlassen. Ja, bitte. Und ein Kommentar. Genau, was wir noch vielleicht verbessern können. Was für Ideen ihr hättet. Wir sind immer offen für Kritik. Bitte einfach kommentieren und abonnieren. Bei den nächsten Videos machen wir sogar vielleicht ein Gewinnspiel, wer weiß. Läuft bei dir. Ja. Ja, Corazon. Perfekt. Machen wir den gleichen Reveal vorne. Zwei Rares. Perfekt. Gut, dann revealen wir gleich. Haben wir wieder zwei Rares. Zwei Rares wieder. Marcelino, let's go. Die zweite. Ich hoffe auf Kusan. Beide Kusans, weil die brauche ich definitiv. Um mein Navy Deck voll zu bekommen. Reveal. White Beard wieder. Nice. Jetzt habe ich, glaube ich, drei Stück insgesamt, wenn ich mich nicht täusche. Tada! Ching, 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 ching. Bam. Nice. Und natürlich mein Gott. Oh, das ist gefährlich. Oh mein Gott. So, 2. Kein Stress, Bro. Und zwei Rares. Vista und Bro. Ich zeige euch später dann meine Collection auf jeden Fall, was ich alles so habe. Leider habe ich vom ersten OP01 hatte ich nur drei Displays. Da hatte ich, glaube ich, nur zwei, drei Altarts, die habe ich gleich verkauft. Ja. Zwei Rares. Na, Magalene, haben wir's. Magalene! Magellan. Was für Magalene, Alter? Das lag ich nicht scheiße. Einfach auf Deutsch geändert. Magalene! Magaleno! Dann wieder zwei Rares. Und. Ja, zwei Rares. Ja, Mann, Kusan, endlich! Da, hau endlich! Mein. Natürlich will ich auch die Secret Rares Kusan auf jeden Fall mindestens dreimal ziehen. Aber mal schauen. Ja. Ja, zwei Rares. Wieder ein normaler Leader. Zwei Rares. So. Wieder eine Ace. Let's go. Super Rare. Normal Leader. Magalene, ne? Wieder zwei Rares. Normal Leader. Sanji, nice. Wieder zwei Rares.
Wenn es jetzt ein Altart Leader gewesen wäre, wäre das hier die rote Karte. Dann merkt man gleich, okay, du hast eine Altart. Mhm. Oder wenn du eine Altart Don hast, dann ist die gleich am Anfang grün und nicht die Reklame hier. Genau. Also hier einmal Leader, Ivankov. Und dann einmal. Okay, zweimal Rare. Das Beste mit Euler. Dieser. Nice. Eine Altart Leader-Karte. Oh. Wieder. Hatten wir mal jetzt Glück, aber mal gucken, wen wir haben. Leute, was schätzt ihr? Ich sag Whitebeard. Oh, yes! Wir haben's. Ja, ist er. Oh mein Gott, wir haben's. Das gibt's doch nicht. Die teuerste Leaderkarte im OP02, oder? Das war, glaube ich, die teuerste, oder? Ja. Krass. Ja, die teuerste Leaderkarte. Digga, let's go. Let's go! Da ist sie. Da ist sie, Jungs, Mädels. Oh mein Gott, liebe ey. One Piece TCG-Freunde. So krass. Baby. Zu nice, let's go. Okay. Schön ist die. Jetzt bekomme ich keine Secret Rare, aber mein. Die ist schön, Alter. Ah, okay, so meinst du es? Genau, Secret Rare, passt. Stark nach einer Altart angefühlt, und zwar. Rosalino! Alter, Digga. Ist die geil. Die hast du, glaube ich, auch, oder? Nee. Oh, die jetzt haben wir die gezogen. Die ist. Alter. Oh mein Gott, ist die schön. Oh, man spürt es auch an den Fingern gleich. Mhm. Oh, ist die schön. Gleich in einen Topper rein. Oh, Junge. Geil. Gott, ey. Also in dem Display haben wir echt gut ausgebeutet. Wahnsinn, wirklich. Tun wir gleich Reveal. Okay. So. Ja, sag dich doch. Das war die letzte. Nice, gar nicht mal so schlecht. Also hier. Sehr saftig, sehr schön, auf jeden Fall. Nice, eine gute Ausbeutung. Also einmal Alternativart Borsalino und natürlich die normale und einmal das Whitebeard Leader, das hat echt einfach total alles gesprengt. Also ich habe einfach vom Preis her mein Display-Preis wieder in der Tasche stecken, sogar wenn nicht mehr. Mit einer Karte. Ja, genau. Also echt geiler Pull, Leute. Echt geiler Pull. Kann ich mich echt nicht bezweifeln. Also ich kann mich echt nicht ärgern. Also ich kann nur eins sagen, perfekt. Also ich bin echt zufrieden. Hey Leute, ganz ehrlich, diejenigen, die sich da nicht so auskennen und mal in diese Welt mal reinschnuppern wollen, auf jeden Fall holt euch mal einen Booster oder vielleicht 5 Stück oder so, je nachdem, wenn ihr Geld habt und Lust habt drauf. Und wenn ihr One Piece Fans seid und wirklich einsteigen wollt. Und wenn ihr es noch nie gemacht habt, ich bin im Endeffekt ziemlich neu in der Systematik. TCG spiele ich zum ersten Mal wirklich so. Ich spiele und sammle auch natürlich und das ist mein erstes wirkliches Sammelkartenspiel sozusagen. Davor hatten wir als Kinder natürlich Pokémon-Karten und so weiter, aber es zählt nicht, weil das war das Minimale. Und das, was wir jetzt machen, ist echt phänomenal. Also diejenigen, die mal da rein wollen, sollten mal ein paar Booster holen und einmal das mal gucken, wie es ist. Also ich kann es euch echt nur weiterempfehlen. Es ist ein geiles Feeling. Und wenn es euch Spaß macht, One Piece allgemein. Ich verfolge One Piece seit 96, 97, als kleines Kind eigentlich. Also 98 habe ich wirklich angefangen damit. Seitdem habe ich es nicht aufgehört zu lieben. Also richtig schön, Leute, richtig schön. So, machen wir die Revision Packs gleich auf. Die haben auch nicht so einen großen Wert im Markt momentan noch. Aber so kann man sie auch jemandem verschenken, zum Beispiel, die mal Shatterdecks brauchen, weil es sind alle Shatterdeck-Karten. Sehr schön. Wow. Die finde ich auch sehr schön. Das ist die Squad von den Whitebeard Pirates. Derjenige, der später, das ist ein Spoiler-Alarm, der am Anfang des Krieges einfach seinen Vater, den mächtigen großen Whitebeard, einfach ein Messer in den Rücken oder beziehungsweise ein Schwert in den Rücken rammt. Ja. Aber dennoch war Whitebeard so barmherzig, dass er ihm gleich vergeben hat. Und das finde ich einfach krass. Weil. Whitebeard! Krasser Scheiß, Digga! Let's go, Bitches! Oh ja. Jetzt nicht Bitches, aber das kannst du, glaube ich, ausbieten, oder? Also, Friday, ich
ich werde aufgeregt und ja, es wird richtig krass. Ja, hier Magellan. Und natürlich revealen wir jetzt die zwei Rares. Das ist ein schwerer Karten ziehen. Ja, Mann, man muss irgendwie konzentriert bleiben gleichzeitig und seine Vorfreude ein bisschen aufsparen. Schade. Weil als Kind, also so am Anfang, als ich damit angefangen habe, hat es echt Spaß gemacht, auch als ich eine Super Rare Karte gezogen habe. Aber als, wenn du ein Display ziehst, weißt du, dass du Super Rare Karten ziehst und die Freude ist eher so auf Dings Altarts gerichtet oder auf Ace, weißt du? Deswegen, weißt du, was ich meine? So, dann revealen wir gleich. Ja, Ace! Wow. Wenn man vom Teufel spricht. Natürlich ist es nicht die Ace-Karte, die wir suchen, aber immerhin, immerhin. Weil, so. Ayla, Kusan! Nice, echt schön, echt schön. Das Deck fügt sich. Ja, definitiv. Wieder eine Altart. Komm. Seid ihr ready? Wow! Ah, gar nicht mal so schlecht. Man spielt sie zwar gar nicht, aber eine Must-Use, ja. Die ist aber so schön. Die ist schön gezeigt, auf jeden Fall ist sie sehr schön. Also von der Zeichnung her ist es eine sehr, sehr schöne Karte, definitiv. Wow. Also dieses Rot-Schwarz-Grün macht es aus. Wer ist dieser Typ? Ich kenne ihn gar nicht. Hier eine Leader-Karte einmal, die sie, Sif hier und zwei Rares. So, zwei Rares. Alter, let's go, die Cousin-Karte, die ich gebraucht habe. Oh. Nice! Leider ist keine Altart-Kusan, aber immerhin. Also wäre es jetzt eine Altart-Kusan, wäre ich wahrscheinlich in die Decke gesprungen, definitiv. Aber die Karte haben wir gebraucht, die brauchen wir noch dreimal, mindestens zweimal. Mal schauen, let's go. Ja, Morsalino. Ich habe fast alle jetzt voll, mir fehlen nur noch die Kusans. Easy. Jeweils zwei bis dreimal. Und nur noch eine Morsalino, dann habe ich glaube ich vier Stück, oder? Schon jetzt mit Ankündigung. Kommt sie noch oder nicht? Dieses Gefühl innerlich macht ein bisschen fertig. So, wieder zwei Rares. Normal wieder. Voll erschrocken, Alter. Wieder zwei Rares. Okay. Ja, Mann, Ivankov wieder. Super rare. Wink. Zwei Rares. Zwei Rares. Alter, Whitebeard wieder, let's go! Don haben wir jetzt, krass, nice. Mm. Dann sind das auf Folge 2 Rares. Reveal. 2 Rares. Kann das reinkommen, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so, dass Secret Rare und Dings. Ja, lass uns mal überraschen. Also, ich gehe mal davon aus, dass die Altarts auch als Secret Rare ziehen, oder? Also, in dem Fall, wenn es. Ja, genau. Gute Frage, aber auf jeden Fall. Alter, okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Das ist eine Buggy-Karte, eine Rare, aber als Alt-Art. Auch sehr schön, wow. Definitiv. Also jetzt haben wir alle Alt-Arts. Aber immerhin. Hä? Kusan. Okay. Reveal. Yamato und Mask. Yes. Wieder zwei Rares. Da muss noch ein Secret Rare rauskommen, definitiv. Ja, dachte ich mir schon. Luffy. So, das ist unsere... Unsere Beute, warte, die können gleich weg. Ich kann sie gleich unten lassen, das geht auch auf die Seite. So, 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 so und so. Sehr schön auf jeden Fall. So, Secret Rare angekündigt. Heute Version 2. Oh. Perfekt. Krass. Also Alt-A2, natürlich nicht die wir nicht gesucht haben, aber ja, immerhin was etwas, oder? Jetzt immerhin haben wir die endlich, Mann. Ja. Natürlich wollte ich was anderes, aber... nice, also... Das ist die Secret Rare Ace Version 1. Die ist natürlich nicht so teuer wie die Manga Ace, aber immerhin haben wir eine Altart. Nice. Ich glaube, die nennen die auch Version 2. Nee. Aber nicht Manga. Einfach Version 1. Gibt es nur von Ace eine Manga Version? Oder ja. Okay. Und bei Shanks, bei und der ersten. Aber ja. Sonst kein Charakter. Nein. Also von einem Set nur ein. Von einem, okay. Genau, von einem Display, Dings. Bei Rupino 3 ist das genauso. Okay, verstehe. Da hast du Sogeking, gell? Ich glaube schon, ich glaube schon. Bei 3 ist Sogeking. Einfach zu geil. Also, ja, geiler Anfang. So. Weiter, gleich wieder Super Rare, perfekt.
zwei Rares, wieder ein Leader. Zwei Rares. Zweimal Super Rare. Oh, Luffy-san! Euer Barcelino. Jetzt habe ich auch meine Barcelinos voll. Jetzt haben wir eine Secret Rare Don-Karte. Wir haben gecheckt, dass es eine Secret Rare ist, anders geht's ja nicht. Durch zwei Rares. Reveal! Zwei Rares. Bats. Smoker. Reveal mir gleich Bats. Zwei Rares. Zwei Rares wieder und ein Leader. Bats. Zwei Rares. So, reveal mir mal wieder zwei Rares. Jetzt schauen wir mal. Oh ja, wieder Odin. Nice. Odin. Revealen. Ace! Wieder Ace, aber nicht die Ace, die wir wollen. Wo ist unser Ace? Wieder. Oh. Alter, ich hab jetzt wirklich eine gute Hand, oder? Hau raus. Oida Sefi. Als Leader gleich in einen Topper rein. Nice, nice. Eine sehr schöne Karte, eine sehr schöne Karte. Leader. Zwei Rares, ein Leader. Oder, Leader, oh. Sakazuki. Zwei Rares. Okay. Zwei Rares, dachte ich mir schon. Hier haben wir es. Super Rare. Diese Art von Gespräche. Gleich eine Alt-Art gab. Auch eine sehr schöne Karte. Sehr schön, sehr schön. Und nochmal Nami. Perfekt. Also. Hyunkov. Hyunkov. Mhm. Und Leader. Ja, da haben wir die Dawn. Ja, nice. Jetzt habe ich alle ganz voll. Ja. Whitebeard. Also, super rare. Wieder eine super rare. Zwischenzeit hat dieser Kollege Wonk Hunger bekommen, hat sich Essen warm gemacht. Bismillah. Das ist jetzt dein Abendessen, oder Bro? Ja. Nice, man. Guten. Guten, guten. Ich bin zu aufgeregt, um die Karten einzusleeven, ganz ehrlich. Bin noch gar nicht dazu gekommen, so richtig. Odin. Langsam spannender und spannender und spannender. Bossalino. Ja, den brauchst du. Ja. Altart. Okay. Wow. Nice. Echt nice, definitiv. Das heißt aber, wir haben jetzt, glaube ich, genau, keine Chance mehr auf Ace. Höchstwahrscheinlich nicht mehr. Aber immerhin, die Hoffnung. Da haben wir nochmal Whitebeard. Nice, auch gute Karte. Wow. Jetzt, ja, okay, Secret Rare. Gut, das war jetzt nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, den Rest. Das war's. Ja, es war aber schön, definitiv. Es war echt schön. So, liebe Freunde, das war's für heute. Wir haben jetzt exakt um 7 Uhr angefangen, circa, oder? Sind jetzt wie viele Stunden? Ungefähr. 3,5 Stunden haben wir jetzt gebraucht, ungefähr, oder? Boah, ja. Für das Unpacking und alles Aufräumen, dies und das. Wir haben ziemlich gute Karten gezogen. Oh ja. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mein geplantes Deck ist auf jeden Fall jetzt vollständig. Ja, der Kollege hier, unglaublich nice. Herr Panda hat auf jeden Fall Schwarz-Deck voll. Er hat 3 Kusans gezogen, 10er Kusans, 4 normale Rosalinos und Sakazuki und so ein Schmarrn. Also, der hat echt sein schwarzes Deck voll. Mir fehlen noch ein paar Karten, aber so im ganzen Großen bin ich zufrieden. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Unsere Zielkarte war ja Ace, Alternativ A2. Hat leider nicht geklappt, aber dafür habe ich Alternativ Art 1, also die zweite Version.
Die, also von der Reihe. Und, also die erste beziehungsweise. Keine Ahnung, auch egal. Und natürlich die zweiteuerste Leaderkarte, also die zweiteuerste Karte, die Whitebeard Leaderkarte, die habe ich auch gezogen. Deswegen bin ich echt zufrieden, also ich kann mich nicht beklagen. Bereit. Also ich habe auch noch was zu sagen. Das wird der beste deutschsprachige One Piece Kanal, den es überhaupt gibt. Ich werde alle anderen zerstören, wie ich alle anderen in Yu-Gi-Oh! Und Pokémon Go zerstört habe. Peace. Ich hoffe es, Bro. Mit Ansage. Mit Ansage, definitiv. Also Leute, hat Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, es passt euch auch, so wie es ist. Ja, wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Haut's rein.